Ahoi, ihr Landratten! Willkommen zu einer weiteren Folge von The Curse of Monkey Island, oder? Jetzt alle im Chor. Monkey Island 3, je nachdem. Ja, die Leute stehen auf Running Gags. Meistens, naja, manchmal auch nicht. Ja, und ich entschuldige mich übrigens hier für dieses leichte weiße Hintergrundrauschen. Naja, seht mal positiv. Besser dieses hier, wo... Ich warte mal hier, ich mach mal hier das kurz die Mute-Taste, damit ihr den Unterschied hören könnt. Ja, genau, Ohren auf jetzt. Ich habe übrigens jetzt das Mikrofon hier und mache OBS auf 80% runtergedreht, also... Obwohl, es macht, glaube ich, gar keinen Unterschied. Ja, man hat es ja in der Aufnahme von... In der Ersatzaufnahme von Enter the Gungeon gesehen, beziehungsweise gehört, ne? Klick, 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 klick. Ja, warum ist das so, warum ist das so empfindlich? Das nervt. Da kann man ja gar nicht richtig spielen, wo man schießen muss die ganze Zeit. Da ist die ganze Zeit klack, 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 klack. Das ist doch nervig. Ja, aber ich glaube, es gibt auch spezielle Mäuse, die klickfrei sind, oder? Malerisch. Ja, genau. Schöner Nachteil. Oh ja, und Angst, gestimmt. Guybrush hat ja Angst vor Porzellan. Tja, aber sie war positiv. Besser dieses leichte Rauschen, anstatt dieses, dieses mechanisch hohe Bzzz, die ganze Hintergrund. Man ärgert sich, man wuckelt am Mikrofon, beziehungsweise am Kabel, und es geht nicht weg. Und man regt sich auf, und dann haut man am Ende das Mikrofon, nicht das Mikrofon, haut man am Ende das Mikrofon. Alter, was ist los hier? Das Headset irgendwie in die Ecke. Und dann denkt man sich dann so, oh scheiße, nein, ah, ne, das hat doch Geld gekostet. Und das auch nicht gerade wenig. Sprich mit Bett. Nein. Nein. Hallo Bett, wie geht's dir? Ach, ich lieg hier so rum. So, Skelett ist immer noch tot. Und wir haben jetzt die Meistersuppe-Familiengeschichte. Daran ist er übrigens nicht gestorben. Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Und nein, ich habe das jetzt nicht nochmal vorgelesen, um irgendwie Zeit zu schinden, weil ich muss nämlich, ja, Entschuldigung, dass die Folge heute wieder so spät kommt, aber leider sind wieder Kinder zu Besuch, die von der Schwester, und die sind leider so, da versteht ihr, manchmal sind sie leise, dann denkt man sich, okay, jetzt nehme ich auf, und dann wieder entdecken sie eine Fahrradklingel für ihr Kind, für ihr Kinderfahrrad, was sich auch mal so genannt seit draußen, ne? Naja, und... Jetzt habe ich den Fall verloren. Tür mit einem Bullauge für die gewisse nautische Note. Genau, genau, stimmt, ja. Stimmt, ich muss nämlich die Folge muss ich ein bisschen ziehen, weil ich glaube, naja, ich glaube die nächste große Cutscene, die jetzt kommen wird, obwohl das dauert jetzt, weil ich glaube noch bis zur übernächsten Folge, wenn ich mich jetzt nicht irre, so vom Gefühl her. Ich glaube, die wird wahrscheinlich wieder nicht Ingame-Grafik sein, sondern wieder ein eigenes Video. Und das wird dann vermutlich, nein, nicht vermutlich, sondern das wird dann wieder auf Englisch sein. Das haben wir ja in dieser einen Folge, ich weiß die leider die Zahl jetzt nicht mehr genau. Ich tippe jetzt einfach mal, sagen wir mal, 5 Folgen zurück. Mindestens, genau. Haben wir ja in der Folge mit den Stiefeln von LeChuck gesehen, dass die ja auf Englisch war. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, oder nicht wahrscheinlich, sondern das liegt wohl einfach daran, dass die Sequenzen, also die Videosequenzen von Monkey Island 3 und die von den Spielen hier, also das Spiel, die Grafik, dass das also quasi getrennt sind, also eigene Dateien. Und deswegen, und die sind auf Englisch. Weil ich spiele hier quasi eine, wie kann man das sagen, eine gepatchte Version. Ja, ja, ich habe hier die Deutsch-Dateien rübergezogen, die hier im GOG-Forum hier geteilt hat. Das war allerdings vor der Zeit, als GOG hier noch die deutschen Dateien hinzugefügt hat und die, was war es noch, spanischen oder italienischen? Genau. Für uns ist ja nur die deutsche wichtig. Tja. Da muss ich wohl eventuell, nein, nicht eventuell, da muss ich wohl das Spiel nochmal auf Deutsch runterladen von GOG und dann die Saves da hinzufügen. Aber das muss, ist ja kein großes Problem, nicht wahr? Ist ja nicht die Welt. Ist ja nicht hier irgendwie dieses Skyrim oder Fallout 4 mäßig irgendwie ein Gigabyte an Schnellspeicherdateien, nicht wahr? Und dann hat man irgendwie so einen Stapel und dann heißt es dann, oh, der Festplatte ist voll. Ach so, ah, ich habe nur so ein Dutzend Save States davon. Genau. Okay, dann reden wir mit Herr Meistersuppe. Und wie hieß er nochmal? Es ist Grieswald Meistersuppe. Genau, Grieswald. Ist mir entfallen. Ja gut. Dann machen wir ein bisschen auf Erbschleicher. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Ach so, nach Curry, wir müssen ihn drauf ansprechen. Okay. Na, dann tun wir es nochmal. Wie läuft das Geschäft? Nein. Okay, es müsste aber wahrscheinlich dann hier die Geschichte sein. Okay, dann schleichen wir uns mal ein Erbe. Ich könnte mich den ganzen Tag über die Geschichte der Meistersuppe unterhalten. Wie war das noch? Mit der ersten schicksalhaften Reise in die Karibik? Oh, Sie meinen die,
Baron Salmon Biskde Meistersuppe 1621 begann. Ich denk mal kurz nach. Er landete auf Skep Island nur mit einem Löffel und einem Traum. In nur 4 Jahren baute er die größte Suppenrestaurantkette in der westlichen Hemisphäre auf. Bereits 1635 hatte er die ganze Familie van Salat aus der Karibik vertrieben und besaß ein weltumspannendes Restaurant-Imperium. Streng genommen wurden die van Salats nicht vor 1637 vertrieben. Und die Kette von Restaurants und Hotels der Meistersuppes wurde im südlichen Pazifik nie beliebt. Klugscheißer. Naja, okay, wie dem auch sei. Nun, mein Sohn, es scheint, als hättest du recht. Willkommen daheim beim glorreichen Namen derer von Meistersuppe. Ich bin geehrt. Und als Meistersuppe steht dir jegliche Vergünstigung zu, die der Name mit sich bringt. Sofortiges Prestige in den Gefilden um Blood Island. 10% Rabatt in allen Meistersuppe-Feriensiedlungen der Karibik. Und natürlich medizinische sowie zahnärztliche Hilfe. Und das Beste von allem. Für den Fall, dass du tot umfällst, wirst du in der extravaganten Meistersuppe-Familiengruft begraben. Es scheint, als wären all meine Träume wahr geworden. Yeah, Zahnersatz und 10% Rabatt. Das hat sich doch gelohnt. Genau, Rabattgutschein. Gut, ja, wird das dann nicht ein bisschen eng, wenn alle in die Gruft reinkommen, die mit der Familie zusammenhängt? Naja, das hatte irgendwie so ein bisschen gerade was so von, hier, ich hole mein Smartphone raus. Moment mal, ich denk mal kurz nach. Klick, 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 klick. Es ist zwar 1637. Ja, das weiß ich ganz genau. Es war 1637. Ja gut. Cool, jetzt sind wir quasi offiziell, naja, gewisserweise ein von Meistersuppen. Gut. Tja, was heißt das denn wohl? Na gut, jetzt müssen wir wohl wieder in, versuchen reinzukommen in die Gruft. Apropos in die Gruft. Genau. Alte Gruft. Gruft. Gruft fängt mit G an. Und Gruft, werden alte Sachen begraben. Und was fängt auch mit G an? G-O-G. Genau. Good Old Games. Oh, was ist das für eine Verbindung? Genau. Ja, ich muss mir dann nachher, wenn ich eh schon wieder, wenn ich auch eh Monkey Island 3 jetzt hier mal neu auf Deutsch runterladen soll, wie schon gesagt, dann kann ich ja noch gleich, weil ja eh wieder ein Sale ist, das machen die ja jede Woche, kann ich ja jetzt eigentlich, warte mal, lassen wir uns noch mal schnell, schon mal einen Drink geben. Ja, gib mal bitte. Ich möchte einen Drink, bitte. Hier bitte, Junge. Ja, da bleibt er stehen, das wird ja nicht schlecht. Gut, ja, wollte ich mir ja dann nochmal, wer ich jetzt eh schon da bin, machen wir mal ein paar Spiele kaufen. Sind ja gerade ein Angebot, 50% Rabatt ist, glaube ich, so das Mindest. Na, ich glaube, das Nächste war, glaube ich, 90% bisher, ne? Genau, werde ich mir ja nochmal Sam und Max schlagen auf die Straße auf, auf Deutsch übersetzt, gönnen. Ja, ich glaube, ich habe von LucasArts eh, glaube ich, die meisten, bis auf, was war es, Fool Trottel, in Anführungszeichen, Grim Fandango, die neue Version, und Loom. Aber niemand spielt Loom. Oh, jetzt werden einige Leute sagen, wie kannst du sagen, dass niemand Loom spielt? Und ich glaube, das stimmt, der Vorgänger von Fate of Atlantis, ihr wisst schon, das. Warum wurde da kein Film raus? Ah, Kühlschrank, sie haben ihn vergewaltigt, wie vergewaltigen ihn? Genau, das war ja eher so einfach wieder so 1:1, der letzte Kreuzzug, nur in der etwas wenig niedrig aufgelösten Grafik. Ich glaube, es war noch VGA oder war es schon SVGA? Naja, es war noch, sah noch nicht ganz so geil aus. Und war auch nur einfach 1:1 der Film. Genau, das habe ich auch nicht. Und dann gibt es da, glaube ich, noch dieses Outlaw-Ballerspiel da, was die ja gemacht haben. Und noch ein paar andere Sachen, die LucasArts gemacht haben dort. Die nicht was mit Point-and-Click zu tun haben, aber die sind eher so, ja, kann man sich mal anschauen, wenn man möchte. Aber ist jetzt, glaube ich, nicht so unser Fall, nicht wahr? Genau. Da wollte ich ja dann eben Sam und Max Hit the Road mitnehmen. Ist zwar auch nur keine HD-Aufnahmelage, aber das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ist eben diese zeitlose 2D-Grafik, wie man sagt, ne? Ja, ja, ja. Zeitlose 2D-Grafik. Kommt jede Woche irgendein neues Spiel raus, das irgendwie retro ist und immer gleich aussieht, nicht wahr? Oh, ein neuer Dungeon-Crawler, Hook-like. Oh! Das wird irgendwann langweilig, nicht wahr? Da lohnt man sich, da freut man sich ja schon fast über irgendwelche Doom-Homage-Spiele, nicht wahr? Die jetzt mir rauskommen. Hier eben dieses Project Warlock, was ich letztens gesehen habe, mit diesen animierten 2D-Gegnern da. Flachen animierten 2D-Gegnern, genau. Mit Zaubern und so weiter. Irgendwie mehr so eine Kreuzung aus Doom und Hexen. Erinnert sich noch jemand an Hexen? Diesen Shooter für Saturn?
Saturn? Saturn ist eigentlich gar nicht so kacke gewesen eigentlich. Ich meine, die Spielauswahl war eigentlich nicht so schlecht. Der Controller war eigentlich ganz gut. Die Grafik war ein bisschen besser als PlayStation, wenn ich mich nicht irre, ja. Und das Problem war nur, dass die da so viele CPUs reingebaut haben, dass die meisten Leute gemeint haben, wir können damit gar nicht wir wissen gar nicht, wie soll man damit programmieren? Wir haben keinen Plan. Genau. Und deswegen kosten die meisten Spiele, deswegen gab es so wenig Spiele und deswegen kosten die auf eBay irgendwie hunderte von Euro. Siehe Panzer Dragoon, nicht wahr? Und andere Geschichten. Ja, eigentlich fast jedes Saturn-Spiel, bis auf ein, zwei Ausnahmen, ne? Guckt euch mal die Preise an. Wow. Na gut, und dann werde ich mir eben noch, jetzt wird's wieder schwer. Jetchit Aliens 2 kaufen und weil es einfach auch dazu jetzt nicht völlig teuer ist, und ich jetzt nicht, aber schon ein bisschen angeschaut, aber egal, den ersten Teil auch noch dazu. Der leider nicht ganz so geil ist, weil es halt älter und mehr so fast schon komplett Vogelperspektive. Der zweite ist da schon deutlich besser. Ja, ich erinnere mich noch an die Zeit, als meine Mutter mir damals, als ich mir erst einen Pentium 133er oder hatte und dann hat sie das einfach mitgebracht und ich dachte so, oh, was ist das denn? Oder so, oh cool, wow, Action, geil, Taktik und die sprechen alle und die Grafik ist auch gar nicht mal so schlecht. Cool. Das ist quasi XCOM in Action, in cool. Und man kann auch noch Science-Fiction-Modus wählen mit Alien-Monster, Schleimmonster-Viechern und jeden Mietenwohn. Hommageviechern, das ist auch nicht schlecht, ja. Ja, es ist immer geil, wenn man das Spiel spielt. Man greift dann zum Beispiel jetzt hier das Flugzeuglager da an oder ja genau, Flughafen und dann schießt man da auf, will man auf den Gegner schießen, aus dem Büschen raus und dann reicht der Prozentsatz nicht, dann fliegt die Kugel an den Kopf vorbei und dann, oh verdammt! Und dann sieht man, wie der weiße Pixel dann, nächste Bild, zack, dann da ins Lager einschlägt, ins Fass und dann macht's. Und dann so, upsi, dann explodiert das ganze Lager und dann fetzt es alle Gegner da weg, die da drin stehen. Boah, geil. Ja. Hat schon Spaß gemacht. Ich glaube, das soll ich mal besorgen. Naja, ist leider zwar nur auf Englisch, aber zumindest muss man nicht auf Steam sich dafür das Add-on kaufen. Weil, ja, das ist nicht der Witz. Man muss sich nicht das Add-on auf Steam kaufen, damit man das Hauptspiel als DLC kaufen kann. Dabei ist das auch nicht so geil. Einfach nur ein paar neue Sektoren und die Gegner machen irgendwie mehr Schaden. Beziehungsweise den Fehler wie bei Call of Duty, bei einem höheren Schwierigkeitsgrad. Wir nehmen einfach die normalen Gegner und erhöhen einfach den Schwierigkeitsgrad, die Stärke der Waffen auf extrem. Aus einer Kugel machen wir eine Atombombe. Nee, eine Rakete, genau. Okay, also töten wir uns wieder. Schon wieder. Und auf Ex, Deus Ex Mortis, wie auch immer. Ex Mortis, verdammt. Oh mein Gott, er hatte einen plötzlichen und völlig unerwarteten Rückfall in den Tod. Sowas kommt vor. Und das gerade, als wir uns wieder etwas näher kamen. Als sein Blutsverwandter ist es meine Pflicht, ihm ein angemessenes Begräbnis zukommen zu lassen. Ich schwöre feierlich, dass der junge mit Kartoffeln in der Familiengruft der Meistersuppes beerdigt werden soll. Alles klar. Cool! Moment mal, aus was für ein Material war an der Decke gefertigt? Aus Gipspappe oder was? Okay, na, da hat jemand gespart. Geil, jetzt sind wir eingesperrt in einer Gruft und werden qualvoll sterben an Verhungern und Verdursten. Ja! Geil, hat sich gelohnt. Oh, Liedtein. Oh, schon wieder vorbei. Gut. Ich wette einfach raus, können wir wahrscheinlich nicht. Wetten? Sie führt zum Friedhof. Ach was, ja, wo soll sie sonst hinführen? Ins Wunderland? Sie ist abgeschlossen. Es gibt keinen Weg hinaus. Oh nein! Kennt ihr übrigens den Film Lebendig begraben mit Ray Midland aus den 60ern? Ich glaube, das war auch einer von diesen Roger Corman-Filmen. Roger Corman, der hat ja diese ganzen Edgar Allan Poe-Kulissen. Nicht das echt, aber alles ist künstlich Bodennebel. Gruselig. Ja, genau. Oh nein, ich habe meine Schwester aus Versehen eingesagt, genau, weil ich dachte, sie wäre tot. Und jetzt kommt sie wieder und will mich am räucheln. Nein, oh, das Haus ist, das ist Untergang. Oh, verdammt. Naja, Inzest ist böse. Genau, unterschwelliger Inzest in dem Fall. Ja. Der hat übrigens auch einen Lovecraft-Verfilmung gemacht, die gar keine offizielle Lovecraft-Verfilmung ist, ne? Die Folterkammer des Hexenjägers. Ist aber ganz gut, ne? Auch wenn es genau genommen eigentlich der Charles Dexter Ward ist, nur halt unter anderen Namen, beziehungsweise mit den Poemen von, Hexen... Witch Hunt, nee. Ach, wie heißt denn das? Haunting Palace von Edgar Allan Poe, weil Edgar Allan Poe
bekannt und Lovecraft kannte in den 60er Jahren kein Schwein. Genau. Aber es ist ganz gut. Bis auf das Ende, weil das Monster am Ende ist einfach nur so eine nah gefilmte, mit Fischlinse gefilmtes Gummitier. Actionvieh. Ja. Da wollte wohl unbedingt jemand ein Action-Monster sehen. Na gut. Also Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich kann ja nicht weglaufen, nicht wahr? Genau. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge von The Curse of Monkey Island und versuchen, den Tod zu entgehen. Beziehungsweise den baldigen Tod. Also bis dann, Leute. Ciao. Ahoi, hoi.